So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Overwatch. Heute spielen wir die Wintermaps. Und übrigens, da steht McCree am Rand, habt ihr mir alle geschrieben. Und ich habe zwei Sachen übersehen, nämlich zwei Emotes. McCree hat ein Emote, genau. Das hier. Zack, der wirft ein paar Schneebälle hoch und papapau, schießt er sie kaputt. Und Zaya. Der Skin übrigens auch richtig minder bemittelt ist, aber dafür ist die Waffe pink. Und ihre Fingernägel sind irgendwie weiß statt pink und ihre Haare haben oben weiß. Sieht übrigens sehr ähnlich aus wie der Morgengrauen-Skin. Sehr ähnlich. Aber da ist die Waffe in blau. Also es gibt schon kleine Unterschiede bei den Skins. Er hat einen legendäres Emote, wo sie so Geschenke nacheinander rauszieht. Es gibt drei verschiedene Versionen davon. Also warten wir mal kurz ab. Und dann spielen wir die Wintermaps, weil ich die selber noch nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, wie Winter Hanamura aussieht, aber alle loben es. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Genau, das mit dem Roboter. Und jetzt holst du noch einmal eins und da ist dann ein Teddy drin. Süß. Tot. Genau, das ist das legendäre Emote von Zaya. Finde ich ganz cool. Ich finde es von... Na, wenn es nur die Geschenke wären, wären es irgendwie besser. Den Roboter und den Teddy finde ich gar nicht so cool. Okay, es gibt im Arcade gibt's Winterüberraschung. Heißt, man spielt zufällige Helden, aber man spielt nur auf den Wintermaps. Und deswegen werden wir genau das jetzt tun. Kunft in King's Row. Ja, King's Row. Nice. Nehmen wir die Map schon mal. So, auswählen können wir ja, was wir wollen, weil es eh random Helden ist. Schauen wir mal, ob jemand mal bei meiner Rave-Party mitmacht. Ja, Vitek. Nice, Vitek. Warte, ich will auch Widowmaker. So. Ich mach weiter. Ja. Wenigstens macht einer mit. Wie wir gleichzeitig aufgehört haben. Vitek versteht mich. Der weiß, was gut ist. Es gibt ja diese... Oh, ich bin Rotok. Cool. Es gibt ja diesen Weihnachtsbaum hier. Und es gibt diese Weihnachtssprays, die kann man dran sprayen. Übrigens, was sehr cool ist, Junkrat und Roadhog haben so ein Spray, was zusammenpasst. Also, Roadhog gibt nach links eine Faust und Junkrat ist auch nach links und gibt nach rechts eine Faust. Kann man sie so nebeneinander sprayen, wenn man Junkrat und Roadhog spielt. Und auf meiner Waffe steht auch drauf, from Junkrat. Was auch süß ist. Also, die haben sehr viele zusammenhängende Sachen auf einmal bekommen, auch hier mit dem Update. Zum Beispiel, früher hat Junkrat alleine immer so gesagt, I'll hook him and I'll cook him. Und jetzt, also auf Englischen halt. Und jetzt sagen die Roadhog und Junkrat das zusammen. Dass Roadhog sagt, I'll hook him. Und dann Junkrat, and I'll cook him. Und das ist cool. So. Ich bin ein rotes Weihnachtsschwein. Da guckt er auf meinen Bauchnabel. Ich fühle mich unterdrückt. So. Ja, wie gesagt, Zufallshelden und hier liegt Schnee und es sieht alles schön aus und es ist von Sombra schon gehackt. Und ich habe keinen Bock mehr auf die Tracer. Warum muss ich gegen eine Tracer kämpfen als Roadhog? Gibt es ja nicht irgendwas Fettes, was man einfach packen kann? Nein, scheinbar nicht. Wow. Wir haben auch schon wieder scheinbar das beste Team der Welt bekommen. Na gut, einer ist Level 9. Mai! Ach man, ich will nicht sterben, ich will Roadhog bleiben. Roadhog ist cool. Wie so vorsichtig wie möglich. Dumme Kuh, hör auf, mein Lady-Paket zu hacken. Studio an den Regler. Ich sichere das Ziel. Will noch jemand mitmachen? Und keine Ecke. Ja, komm ruhig doch mal ran. Ich nehme das Ziel an. So. Ich sichere das Ziel. So, jetzt kann ich drauf kommen. Hallo. Ich nehme das Ziel ein. Wir gehen an diesen. Tschüss. Ich sichere das Ziel. Haben wir einen Heiler? Nein. Oh gut. Bitte. Oh. Huh. Ich will nicht sterben.
Schweineboy muss überleben. Wie schön das dekoriert ist hier drin. Das ist cool. Hey, ich bewege die Fracht. Ultimative Fähigkeit ist bereit. Ist der jetzt ernsthaft genau in der Sekunde da reingegangen? Ja. Ein Schuss aus der Nähe reicht nicht, oder zwei? Ja, irgendwas war da noch in meinem Rücken. Ich glaube, Lucio. Ach, Diva. Okay, jetzt werden wir nichts mehr hinkriegen. Die restliche Runde. Rotok war Spaß. Ach man, ich würde die Map sagen. So wie bei der Burgmap. Da war einfach ganz normale Runden. Oh, die Wagen ist ein Schlitten. Cool. Ja, versucht hier die Richtung zu ballern. Okay, ich hab, wie gesagt, ich krieg nichts mehr hin. Achso, ich will mal nachladen. Ja, ein bisschen. Schieb doch den Wagen, Jungs! Oh, hier ist alles eingefroren. Das sieht krass aus. Alles früher hier so drin rot war. Nice. Wir kommen voran. Oh. Wir haben zwei Divas, wenn ich es richtig gesehen habe. Warte, da ist mein Duellziel. Genji. Oder ein Reaper. Alter, kann ich da reinballern in diese Divas? So, kurz wieder meinen Rechtpol. Haben wir jetzt zwei Diva gegen zwei Diva? Ja, haben wir. Hallo? Wie sie es nicht blocken konnte. Vorsicht, Leute! Jetzt wird's frostig! Mach die Wand weg! Ja! Ist egal! Hä, ich dachte, ich wurde gehackt. Ach, die sind gehackt. Ich mag dich trotzdem. Fuck. Nutze deine Dünnigkeit! Nein! Prytek! Pyrek! Ich habe ihn fast besiegt einfach. Weil ich mir gedacht habe, nutzt die Dünnigkeit! Hat auch nicht mehr so gut getroffen. Hört niemals auf. Oh, Anna. Ich wollte sprinten. Ich dachte, ich bin Soldier. Aber fuck. Fuck. Ist Soldier. Oh Gott, jetzt muss ich Leute heilen. Ja, toll. Die einzige, die ich heilen kann, ist da irgendwo im Buktu. Wow, diese Granate trifft nie. Gute Nacht. So, der Reaper noch. Okay, nice. Nice! Belohnung Winterlootbox. Sehr schön. Woo. Aber trotzdem fertig. Ach man, Überraschungshelden ist so doof. Man will, ich will doch nur die Wintermap spielen. Das ist. Ach man, das ist echt schade. Weil ich werde nicht jeden Tag Überraschungshelden spielen, nur um die Wintermap zu spielen. Aber wenn es so eine Playlist gäbe, ganz normale Spielen, jeder ein Held, Wintermaps, das würde ich viel eher spielen wollen. Ja, vielleicht kommt es noch, aber ich glaube nicht jetzt, dass es noch in dem Event kommen wird. Cool, gute Mai. Die hat echt alle eingefroren. So, gut, dann schauen wir mal, dass wir noch die andere Map kriegen. Bis gleich. Es schneit in Hanamura. Mehr sehe ich zumindest noch nicht. Und ich habe einfach ein bisschen netter ausgewählt, weil ich ja eh wieder gleich in 5 Sekunden jemand anderes bin. Mal schauen, was ich werde. Hoffentlich irgendwas Gutes. Bitte. Bitte, bitte. Oh. Bin Senjata geworden. Das ist wirklich Zufall. Ja gut, dann müssen wir halt Senni spielen jetzt. Mit seinen Nüssen. Warte, hat er die beim Nachladen? Ah, ich dachte, die klackern so wie Nüsse. Habe ich mir wohl eingebildet. Schade, das wäre cool gewesen.
Ich höre nichts. Was soll dieser Torbald mich verfolgt und alles abschießt in meiner Nähe? So, ist hier irgendwas Weihnachtliches? Eine Lichterkette hängt hier. Und da so ein paar Mistelzweige. Oh, keine Ahnung, ob das überhaupt Mistelzweige sind. Da ist ein bisschen Bambus. Das ist Weihnachtsbaum. Ah, aber wie bei der anderen Map. Hier kann man auch sein Zeug reinschmücken, wenn man passende Sprays hat. Habe ich aber nicht. Gibt ja diese Weihnachtsanhänger-Sprays. Von jedem Charakter. Mercy ist, glaube ich, die Baumkrone oder so. Das ist voll cool. Da kann man sich so deinen eigenen Weihnachtsbaum schmücken. Als Team. Wenn alle das ausrüsten würden. Was wahrscheinlich nie passiert. Aber die Intention dahinter ist nett. So. Dann schauen wir mal. Reaper, das war nicht gut, da stehen zu bleiben. Okay, Kampf-Torbjörn. RIP. Oh, komm, mach mir einen Doppelheiler. Für die... Olle... Farrah. Die unsterbliche Farrah machen wir. Nope, ich sterbe heute noch nicht. Funktioniert ganz gut mit der Doppelheilung. Aber dafür benötige ich Unterstützung. Ja, lass uns das mal. Mach mal so eine unsterbliche Farrah. Geh weg! Okay, komm. Nice. Ich brenne! I'm on fire! Ich glaube, hier ist noch ein Zwerg. Ein Geschütz versperrt uns den Weg. Die Existenz des Geschützes ist beendet. Der Typ hat noch nicht viel Overwatch gespielt, nehme ich an. Mein Geist ist stark. So, gehen wir mal zu Farrah. Farrah, komm zurück. Nein, ich wollte dich doch retten, Farrah. Nein! Warum ist da eine Bärenfalle gewesen? So knapp! Hallo? Ah, schade. Ich Man kann Nein! Und hier. Oh nee! Warum die? Na, wie geht's? Wenn man nicht 100 Stunden mit der gespielt hat, kann man nichts mit dem Helden erreichen. Ja, guck mal, der spammt einfach, toll. Hast du mich vermisst? Muss ich mir ein Genji-Duell liefern, weißt du? Ja, und er klaut mir wieder das Medipaket vor der Nase. Ja, hurra! Der hat also besonders eine Goldwaffe und sagt auch noch Danke. Es wäre nicht schon schlimm genug, gegen den Genji zu kämpfen, dann auch noch gegen jemanden, der sich nicht wehren kann. Also mit jemandem, der sich nicht wehren kann. Jetzt kommt dieser Gold-Genji und tötet uns alle durchgehend, ich sehe schon. Bärenfalle hier ist weg. Ich und mein Aim. Ah ja, ich hab ein Heilfeld. Ja, der Genji ist tot. Puh. Ja, gut. Ich hab gerne mein Heilfeld gestellt, damit du das Medipaket trotzdem bist. Oh. Ja, hui, ich bin Soldier 76. Ich kann laufen. Und zusehen, wie mein Team auseinandergenommen wird. Warum? Der hat sich einfach... Ich hasse. Genji's Trace ist alles Schnelle, soll einfach weggehen. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Die Leute anfangen, so, sich so arrogant zu verhalten, mache ich lieber den Chat aus. So. Hey, wir sind McCree. Ich hasse Zufallshelden langsam, echt. Wenn es einem aufgezwungen wird. Oh, der ist kaputt gegangen. Da ist eine Anna, die gerade
durchbettelt. Ja, eine goldene Ella. Das ist ein Bestchen. Ach Mann, jetzt ist er so ein super aggressiver Lucio. Oh Gott. Haben wir unsere Ender noch hier? Nice. Ich stand ihn einfach, wenn er nochmal reinkommt. Ach man, bitte stirb, Lucio. Danke. Danke, Partner. Ja, okay. So hat sich der Spielmodus auch angefühlt. Einmal den Junkrat weg und was auch immer mit dem Lucio los war. Unsere Widow hat am Ende wahrscheinlich alle weggesniped, weil da war ich dann nicht los auf den Punkt auf einmal. Zack. Tschüss Torbjörn, tschüss Hanzo. Ah ja. Und dann sind wir da runter. Nice. Dadurch haben wir gewonnen. Neutral. Ach man, bitte Blizzard, bitte, bitte, bitte. Mach den Spielmodus einfach so. Also die Maps. Ohne, dass man so eklig Zufallshelden spielen muss. Das wäre so schön. Das wäre mein Weihnachtswunsch an Blizzard. Danke. Wird nie passieren. Aber hey. Gut, wir haben noch 2 Lootboxen jetzt. Glaube ich. 3? 3 sogar, weil wir jetzt 3 Runden hier gespielt haben. Also darf ich 3 Lootboxen nochmal öffnen. Ja. Ich habe extra heute nicht die Sachen, die ich noch nicht habe, geholt, weil vielleicht kriege ich es ja aus einem Paket. Zum Beispiel wie den Sombraskin. Sehr schön. Haben wir den auch jetzt. Das legendäre Taya-Emote wäre am besten, glaube ich, weil das ist das teuerste, was man kriegen kann. Noch. Was ich noch nicht habe. Nope. Schade. Schön wär's. Achso, ich kann dir nochmal zeigen. Ich weiß nicht, ob ich in der Runde, die ich genommen habe, drüber geredet habe, aber es gibt so ein Spray von Junkrat und genau. Junkrat haut da so nach rechts von uns aus gesehen und Roadhog haut da bei seinem Spray? Nach links, genau. Dann kann man die so nebeneinander sprühen, wenn man bei Junkrat und Roadhog spielt. Finde ich cool. Gut, Leute, dann war's das mit den Wintermaps. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zibbelmann. Tschüss!